Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 2. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier Among aus. Thieves, genau, so war der Untertitel. So, eigentlich hatten wir das ja schon in der letzten Folge gemacht gehabt, aber der speichert immer so komisch. Also ich werde jetzt nicht die Aufnahme nochmal neu Geht auf. starten und ich Gibt es hoffe, einen ihr anderen könnt Weg? es Nicht von hier aus. übersehen. Wirklich clever. So, jetzt aber. Jetzt sollte es klappen. Letztes Mal hatten wir hier drin, glaube ich, gespeichert gehabt. Okay, bin drin. Ja, hier hatte ich gespeichert gehabt. Oh, mein Lieblingsgewehr. So. Oh Mist. Yep, kannst du laut sagen. Hier lang. Die haben mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Deshalb zwei Granaten. Warum ist hier nichts? Das ist ja voll Banane, ey. Das war aber gar nicht nett. Und nicht Sie hat gut. einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Oh, seit Resident Evil never ever. Noch ein bisschen. Nate, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Dann mach mal los. Ach nee, wir machen ja los. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Das war auch mein Gedanke. Das war auch mein Gedanke. 1:1. Oh, wir nehmen mal die 9 mm. Ja. Weil mit der Kaliber 45 hatten wir schon ein bisschen mit der Defender schon zu tun. Kann es sein, dass das nicht richtig war? Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Ah, jetzt. Wupp, wupp. So, aber jetzt. Es widerstrebt mir so ein bisschen, um ehrlich zu sein, die Dinger immer kaputt zu schießen. Was passiert, wenn ich springen drücke? Ah, gar nichts. Gegner! Das erinnert mich so ein bisschen an The Last of Us 1. Nehmen wir die Waffe. Da hinten ist noch einer. Komme ich an die nicht ran? Doch, ich komme an die ran. So. Ich laufe mal mit der... Ist das eine Smith & Wesson? Mit der laufe ich mal rum. Eigentlich müssen wir hoch. So, jetzt haben wir schon 12 Schuss, also ist doch schon mal geil. Oh.
Eine Mikro. Die konnten wir statt einer Pistole nehmen, glaube ich, statt einem Gewehr. Das ist eine Uzi. Weiter hoch oder hier? Du bist erledigt! Hey! Was war das denn? Erstens konnten die mich da gar nicht eigentlich sehen. Zweitens. Aber vielleicht konnten sie mich hören. Hier drüben! Nee, die haben mich durch die Wand gesehen. Na. No. Penner. Das sieht doch nach einem Arena-Fight aus, oder nicht? Das platzieren wir mal schön dahin. Mehr. Ach, ich weiß nicht warum. Das Spiel will mich einfach ärgern. Ist hier oben etwas? Ach, wir hätten hier hochlaufen können. Aha. Fürs nächste Mal. Und hier oben hätten wir die Schrot. Das war's? Jetzt ernsthaft? Sieht auch schön aus. So, gucken wir mal hier erstmal. Da ist der Generator, da kommen wir nicht rein. Tür ist zu. Also doch hier oben lang. Du bist erledigt. Nate, du hast mich doch nicht etwa vergessen? Niemals. So eine hübsche Frau vergisst man doch nicht. Ich hab's. Jetzt aber. Ist hier sonst was? Außer dieser... Nö. Dieser Gastanks. Ah, da können wir dann später gemeinsam hoch. Gleich geschafft, komm. So. Und hoch mit dir. Na, das fängt hier an, dir Spaß zu machen. Oh ja. Nicht schlecht. Schwimme. Yay. Hey, check it out. Marco. Wirklich? Na komm. Die machen's wirklich. Marco. Holo. Ah, die hast wirklich gewartet. Wie geil ist das denn? Landratte. Du bist so unprofessionell. Geil. Das ist ja cool. Die hast wirklich gewartet. Das habe ich in der letzten Folge noch angesprochen gehabt, dass es so witzig wäre, wenn die das machen täten. Cool. Naughty Dog versteht meinen Humor. So, jetzt sind wir hier oben und jetzt?
Hier nicht. Ach, da oben, oder? Ich check nicht, wo wir lang müssen. Okay, hier lang. Wo lang? Und noch mehr klettern. Ja, so ist das doch immer. Wäre sonst langweilig. Ah, Katzin. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Da. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Dü-dü. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Achso. Oh, das ist ein cooles Ding. Das hat wirklich die Pistole benutzt, die ich gerade ausgerüstet habe. Also das haben sie echt cool gemacht. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Mit Klettern? Verdammt, pass auf! So ein Mist! Hier, schaff dich, gib mir die Hand! Geh schon! Schau hinter dir, los! Ich will nur mal zeigen, dass man hier auch sterben kann. Ich bin noch unten. Hallo? Ich war unten. Da oben noch? Oder? Ist da oben nicht einer? Ja. Ich sehe gar nichts. Das tat bestimmt weh. Boy.
hier noch was? Muni. Das stimmt. Ein Schuss und ich bin tot. Verdammt, was tun die da? Das ist nicht gut. Oh, Mist! Das war cool. Das ist cineastisch mega. Da waren wir beinahe drin. Beinahe? Ihr wart drin. Ich meine ja nur. Ich möchte kein Korinthenkacker sein. Hier lang, na los! Also in dem Spiel gibt's entweder... Sieht so aus, als hätte das Hotel gerade Nebensaison, was? Haha, na los. Also entweder hier gibt's weniger Secrets. Oder... Ich find's einfach nur nicht. Pistole finden, das ist super. Eine Brücke, cool. Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Wo ist der Heli? Oh, die Hämmer würde ich eigentlich nehmen wollen, aber ich mag unser Gewehr. Findet ihn! Kommt was! Auf den Boden! Hey, ich hab doch getroffen. Ist hier noch irgendwo? Da ist noch einer. Hey. Super, endlich.
Also das hätte eigentlich schon nach dem zweiten, maximal nach dem zweiten Granatenschuss eigentlich schon leider vorbei sein müssen. Aber naja. Wir heilen ja auch Schusswunden, indem wir uns ausruhen. Das ist ja cool. Also die finde ich irgendwie cool. Die hat was. Komisch gesprungen. Sieht wieder nach Rutschen aus. Hey, das Kabel. Es bringt uns runter. Los, los. Okay, okay. Oh, Scheiße! Oh. Oh. Okay? Oh, tut das weh. Oh. Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Ey, ich hab mir jeden Knochen gebrochen dabei. Hinten nichts. Cutscene verheißt nichts Gutes. Falsche Waffe, wir haben eine andere in der Hand. Oh, hey, nicht schießen! Nate? Elena! Was zum Teufel machst du denn? Elena! Jack, nicht! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern? Das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Ho, ho, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Der war gut. Der war echt gut. Nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du aus solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Hm. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's gar nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke.
Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft! Kassin verheißt nichts Gutes. Die zwei kommen mit. Kapitel 7. Ich brauch den Ärger nicht. Oh, ey, ist ja mal cool, dass die auch mal Leute killen. Einfach weiter. Gar nicht mal so schlecht. Die haben den da hinten, den ich angeschossen habe, haben die niedergemäht. Helft mir mit der Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Geschafft. Danke. Also, kulissentechnisch ist echt geil. Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist eine Leiter. Vielleicht können wir rüberschwimmen. Die Strömung ist stark. Das schaffen wir nie. Schön. Gute Idee. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Komm, ich helfe dir hoch. Wie kommen wir jetzt hoch? Ah. Eine Kiste. Oh, cool. Nicht schlecht, ha? Hat die mich echt runtergeschubst? Sind wir rausgeglitscht? Ich bin rausgeglitscht. So, weil sie mich geschubst hat. Was für eine blöde Kuh ist das denn bitte? Toll. Oh nein. Wie kommen wir da rüber? Schön. Gute Idee. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Toll, das darf ich nochmal machen, ey. Aber wie ist denn das passiert? Ist das vielleicht irgendein Glitch für Speedrunner? Ja, vielleicht? Weil die machen doch so coole Sachen, die glitchen durch und dann machen die irgendwie 50.000 Rollen und kommen irgendwie oben an und... Vielleicht habe ich ja jetzt mal was für Speedrunner gefunden. Falls das irgendein Speedrunner noch nicht gefunden hat und durch mich entdeckt wurde, würde ich mich freuen, wenn man mich namentlich erwähnt. Bitte? Nein, meine Pistole ist weg. Das sollte gehen. Gar nicht schlecht, ha? Na los. Dann nehmen wir die eben mit. So, das wäre geschafft. Und ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Uncharted 2. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ihr könnt mir natürlich auch unten im Kommentariat einen Kommentar dalassen. Und wenn euch allgemein so gefällt, was ich so mache, würde ich mich natürlich über ein Abonnement sehr freuen.
Das wäre sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.